Willkommen, liebe Clasherinnen und Clasher, bei mir im Tosca Toto beim Clan Spätzle mit Soße. Ja, ihr habt es im Thumbnail schon gesehen, es geht um diese beiden Objekte hier. Einmal um das Zeppelin und um den Mauervernichter, gekürzt auch gerne Karre genannt oder trojanisches Pferd oder was auch immer. Und auch das Luftschiff, beziehungsweise eigentlich ist ja das Zeppelin oder Luftzeppelin, wird gerne einfach als Flugobjekt bezeichnet. Aber wie setze ich diese Dinge eigentlich richtig ein? Auch bei uns im Clan gibt es immer wieder, kommt immer wieder die Frage auf, ja, wenn ich die Maschine so und so setze, wie läuft sie dann? Und klar, das Einfachste ist, man schnappt sich einfach mal einen Clan-Kollegen, sagt mal, gib mal deine Base als Freundschaftskampf und dann lässt man die einfach mal los und dann sieht man auch, was macht die eigentlich oder was macht sie eigentlich nicht. Ich zeige euch heute einfach mal zwei gute Beispiele und auch leider ein negatives Beispiel, wie man die Karre uneffektiv setzt. Aber ich denke mal, wir fangen erstmal mit dem nicht so gelungenen Setzen der Karre einfach mal an. Und wir sehen hier eine, ja, so eine sogenannte Anti-3-Sterne-Base vom Splat bei uns. Das Rathaus steht also völlig draußen und das ist eigentlich schon mal so eine Geschichte, wo du die Karre eigentlich jetzt nicht mehr gegen das, also die Karre fährt ja nochmal, die Karre fährt zum Rathaus, das Luftschiff oder das Luftzeppelin fliegt zum Rathaus. Zum Rathaus, egal wo es steht. Es kommt natürlich immer ganz drauf an, wo ich es einsetze. Wenn ich jetzt angenommen, ich setze das einmal hier unten ein, hier bei den Bauhütten, dann fährt natürlich die Karre hier jetzt nicht rum zum Rathaus, nur weil es außen steht, sondern es wird dann schon den Weg durch die Mauern nehmen. Auch das haben einige nicht verstanden und denken, nur weil das Rathaus draußen steht, fährt die Karre jetzt einmal ganz um die Base rum und setzt die Truppen hinten ab. Nein, so ist es nicht, sondern sie nimmt dann schon den Weg hier unten über diese Mauer, über diese Mauer, über diese Mauer und dann über die Queen-Platte, je nachdem, wie weit sie kommt. Ich denke mal, hier unten ist so ein bisschen viel Beschuss. Da kommt ihr eh nicht so weit. Aber wir gucken mal rein, was der Angreifer hier gemacht hat. Ich gehe auch mal ein bisschen näher rein, denn er kommt tatsächlich hier oben aus dem Eck, wo das Rathaus steht. Also ihr werdet das jetzt sicherlich mit mir mitverfolgen, wie witzig das hier eigentlich ist. Ich meine, ihr seht das ja, wie nah das Rathaus eigentlich jetzt schon an den Truppen ist. Aber der Golem kriegt jetzt richtig Feuer hier vom King. Der tänzelt ja so ein bisschen außen hier im Eck und ihr seht jetzt auch schon die Maschine. Die nimmt sich hier jetzt schon den ersten Elixier-Sammler aufs Korn. Also alles, was ihr im Weg steht, macht sie auch mit der Ramme. Die macht nicht nur Mauern. Ja, sie macht nicht nur Mauern und wir gehen hier jetzt mal ein bisschen näher rein. Wir haben den Fokus jetzt einfach mal hier ein bisschen auf der Karre und ihr seht das hier, die geht natürlich jetzt nicht durch keine Mauer, sie geht zum oder sie fährt zum Rathaus. Jetzt kommen die Truppen raus, also sobald sie am Rathaus angelangt ist, kommen die Truppen raus und ganz, ganz witzig, also das Rathaus steht hier draußen, da kamen jetzt ein paar Bowler raus, man sieht das eigentlich nie, weil diese Flagge oder dieses Wappen verdeckt das Ganze. Er hat jetzt noch 14 Walküren und die sollen sicherlich hier unten durch das Loch durch und jetzt schaut, was eigentlich tatsächlich passiert, denn die Bowler da oben, die schaffen das Rathaus nicht. Die schaffen leider das Rathaus nicht, jetzt setzt er alle Walküren hier unten und die müssen jetzt nochmal komplett durch die Base, hätte er sich vielleicht eine Walküre aufgespart, hätte er das Rathaus geschafft. So schafft das Rathaus nicht. Und hier unten sterben leider elendig alle Walküren. Die Queen schafft es leider auch nicht mehr. Die hat er schon gezündet gehabt. Jetzt setzt er hier noch ein paar verzweifelte Zauber. Heil und Wut war es, glaube ich. Also, Einsatz der Karre hier absolut misslungen. Und dafür brauchte er jetzt die Bowler. Hätte er die Bowler ohne Karre geschickt, hätte er vermutlich das Rathaus auch bekommen. Aber so war die Karre mal richtig uneffektiv und der Angriff hier, glaube ich, zurecht mit 42%. Ich glaube, es werden noch ein paar Prozent, oder? Ja, ein paar Prozent wären es noch. Zurecht vergeigt hier. Die letzte Walküre wird in jedem Fall auch sterben. Und so waren das hier 0 Sterne für den Gegner, also dank verpatzter Karre und nehmen wir den nächsten Angriff mal weiter.
Und wie man die Karre oder das Luftschiff noch einsetzen kann, das ja ausnahmsweise habe ich mal mit Luft angegriffen. Ja, Toto kann auch ab und zu mal Luft und wenn auch nicht wirklich gut und manchmal muss man einfach auch mal ein Risiko gehen. Aber ihr seht das hier unten schon, ich habe das Luftschiff oder das Luftzeppelin diesmal in der Kleinburg gehabt und mein Plan ging eigentlich genau auf. Ich habe das Ding einfach zum Tanken genommen. Ihr seht das, ich habe zwei Lavahunde dabei und ich tue einfach mal so, als wenn das Luftschiff auch ein Lavahund ist. Es ist keiner drin, es sind Ballons drin, aber ich habe das Ding einfach tanken lassen. Deswegen habe ich mich auch dazu entschieden, ich nehme nicht drei Lavahunde mit und dafür etwas weniger Loons, sondern ich habe die Loons einfach in das Schiff reingepackt. Wir gehen einfach mal langsam rein in den Kampf hier. Ich bin hier über Ecke gekommen, komme ich zwar nicht gerne, aber ich glaube, die Ecke ließ das hier zu, dass meine Truppen hier in jedem Fall nicht außen rumrennen. Die Lager hier hinten, die ich jetzt gerade markiere, die sind einfach zu weit weg für den Rest meiner Truppen. Und da habe ich gedacht, mit einem Golem hier muss das durch die Ecke erstmal durchgehen. Also minimale Anzahl an Mauerbrecher. Ich glaube, das war sogar einer zu viel. Ich glaube, ich brauche nur zwei Mauerbrecher. Das muss ich nochmal genau recherchieren. Und dann kann ich hier tatsächlich meine Truppen wirklich spammen. Und ihr seht das hier, ich habe sie gespammt. Und das ist jetzt erstmal nur mein Killsquad auf die Base hier. Okay, sie war jetzt nicht so stark, das sage ich ja auch sehr, sehr häufig. Also es ist ein Rathaus 11er, aber wenn man sich die Base ein bisschen genauer anschaut, dann wird man feststellen, dass alle X-Bögen vor allen Dingen auf Boden standen. Ich meine, okay, das ist jetzt nicht so noch nicht so tragisch, denn ich komme jetzt mit Bodentruppen, also eigentlich optimal für die X-Bogen, denn dann schießen die schon mal viel, viel eher durch den vergrößerten Radius. Aber der Rest der Defense hier ist noch nicht auf Rathaus 11 Level Niveau und der Gegner hatte vermehrt hier einen Elektrodrachen in der Clanburg und Ziel war es natürlich, die gegnerische Queen zu bekommen, vielleicht die ein oder andere Luftabwehr zu bekommen, zwei Stück vielleicht, die standen hier genau über Ecke, das war eigentlich super, eine ist hier nämlich jetzt schon weg und die andere ist auch schon angeschlagen und dann war jetzt die zweite Luftabwehr weg. So, das war jetzt eigentlich der erste Part, den wir gemacht haben. Der zweite Part kommt nämlich jetzt. Das heißt also, ich droppe ein paar Ballons und nehme jetzt ganz, ganz behende meine Hunde damit zu. Die Luftfeger haben mir so ein ganz, ganz kleines bisschen reingespielt und ihr seht das jetzt schon. Ich setze die Maschine mit einem Hund, denn in der Maschine sind einfach ein paar Loons drin und die Maschine fliegt Richtung Rathaus. Und am Rathaus ist auch sehr, sehr wichtig, damit auch hier in der Nähe vom Rathaus jetzt natürlich die Loons ihre Bomben fallen lassen, sollte ein bisschen Defense stehen. Denn die greifen ja erstmal nicht das Rathaus an, außer es ist ein Rathaus 12, was sich schon verteidigt, sondern die gehen ja auf diese, auf die Defenses hier. Und so konnte das hier jetzt eigentlich durch die Base durchgehen. Jetzt geht mein, da habt ihr das gerade gesehen, jetzt geht mein Luftschiff auch auf und die gehen sofort auf die Verteidigungsgebäude. Das war eigentlich auch mein Ziel, dass die da in der Mitte wegkommen. Ich habe jetzt immer noch zwei Lavahunde hier und die fliegen natürlich nur zu den Luftabwehren. Und jetzt guckt euch die Masse an Loons hier an. Ich meine, da ein Multi-Inferno tut den Loons dann schon weh, aber wenn er dann erstmal weg ist mit den ganz vielen Lavawelpen hier, die jetzt die Luftskelette machen, war das auch kein Thema. Und auch hier stand so ein bisschen, ja, die Feger stand so ein bisschen unglücklich für diesen Angriff hier. Also einfach mal so in zwei, drei Phasen gepackt, Killsquad, das Luftschiff, denke ich mal, ganz cool eingesetzt hier. Und dann ist es auch mit so einer Base hier gewesen und noch so ein paar Cleanup-Lakis, aber die Base war jetzt auch nicht so wirklich groß und habe noch so ein paar Bogenschützinnen hier außen gesetzt. Also ich denke mal, auf die Base hier überhaupt kein Thema, muss man auch von nichts irgendwie Schiss haben. Und ich glaube, das Luftschiff habe ich an der Stelle, vielleicht seid ihr da einer Meinung, habe ich glaube ich ganz gut genutzt. Aber ist auch immer so eine Sache. Ihr könnt das Luftschiff natürlich auch nutzen, um Bodentruppen abzusetzen. Denn gerade am Rathaus, wenn es so ein bisschen alleine irgendwo steht, ihr kennt diese Bases in der Mitte, da kann man ein paar Valkyren reinnehmen oder ein paar Bowler, die dann das Rathaus hoffentlich irgendwie machen, unterstützt mit irgendeinem Zauber. Wir gucken uns den dritten Angriff an, wie man die Karre noch einsetzen kann. Und auch hier bei Nummer 2 auf Nummer 1, egal wo du die Karre setzt, außer du setzt sie hier hinten am Elex-Lager, beziehungsweise hier an den Lagern, dann wird sie natürlich zum Rathaus fahren.
bringt aber nicht wirklich viel. Und deswegen hat der Mustango die Karre hier so ein bisschen in sein Killsquad einfach mit eingebaut. Also er ist genau von der gegenüberliegenden Seite, wie es sich für einen Anti-3-Sterne-Angriff gehört, oder für einen 3-Sterne-Angriff auf eine Anti-3-Sterne-Base gehört, von der gegenüberliegenden Seite angekommen, funnelt jetzt erstmal so ein bisschen mit den Bolern hier, denn die kriegen ja so gut wie keinen Beschuss hier, kommt jetzt mit der Karre raus. Jetzt sieht man die Karre sehr, sehr schön, und sie geht natürlich zu einer Mauer. Sie geht Richtung Rathaus, und auch wenn man eigentlich weiß, dass die Karre hier nicht wirklich weit kommt, durchbricht sie ja erstmal so ein bisschen eine Mauer. Man kann sich die Mauerbrecher sparen. Er hat hier keinen einzigen dabei, um hier ein bisschen tiefer in die Base zu kommen. Denn ihr seht das hier unten, er hat Hogs mit dabei. Und für einen Hogrider-Angriff sollte, ja, ist schon ganz nett, wenn die Helden nicht mehr da sind. Also wenn du wenigstens die Queen schaffst, ist das ganz gut. Schaffst du noch ein bisschen mehr, ist das noch viel, viel besser. Aber das ist auf jeden Fall der richtige Weg für die Maschine hier gewesen. Und er hat Bowler hier in der Maschine drin. Die Maschine geht jetzt auf. Und ich kann euch auch sagen, er setzt jetzt auch erst den Wut. Denn die Maschine kannst du nicht wütend machen. Die Maschine ist nicht mit Zaubern belegbar. Das heißt also weder Heil noch Sprung noch Wut wirken auf der Maschine, und deswegen braucht ihr euch da keine Mühe geben, die Maschine noch mal ein bisschen anzustoßen, so nach dem Motto, ich mach die mal noch ein bisschen wütend. So, und er kommt hier jetzt nicht surgical in diese Base, sondern er spammt hier die Hogrider genau von der anderen Seite des Rathauses hier in die Base rein, denn es bringt nichts, wenn du jetzt am Rathaus angreifst, da ist einfach noch ein bisschen zu viel verteidigt. Außerdem sind am Rathaus oftmals noch so ein paar Fallen oder so ein paar Skelettfallen. Gerade wenn man so einen Packer zum Beispiel mit in die Clanburg, mit in die Clankarre nimmt oder ins Schiff, das geht ja zum Rathaus, und dann so eine Packerdame macht das Rathaus natürlich relativ schnell weg. Gar keine Frage, aber sie wird auch schnell mal gern gestört von, da sind sie, von den kleinen Skeletten, und lässt sich ablenken. Und ja, dann sollte man dem Päcker, der Päckerdame, vielleicht noch als Rathaus-Szener eine Walküre oder so mit reingeben, die sich dann um die Skelette kümmert, beziehungsweise die ein bisschen schneller macht. Aber ich glaube, der Masti hat das ganz gut gemacht, mit den Schweinereitern ganz gut gelöst, hier gegen die Single Infernos vor allen Dingen. Da guckt man ja auch immer ein bisschen nach, wie lasse ich die Karre eigentlich fahren. Klar, gegen ein Single Inferno die Karre fahren lassen, das hilft einem nicht wirklich, denn dann ist die einfach zu schnell weg. Und hier hat er jetzt zwar gleich keine Hogs mehr, ich glaube, die tapsen nochmal in eine Bombe rein, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Aber gut eingesetzt hier die Karre, glaube ich, und schön genutzt hier, um so ein bisschen reinzukommen in die Base, um genau das zu machen, was er eigentlich damit bezwecken wollte. A Queen weg, die Clanburg gelockt, beziehungsweise die Clanburg eliminiert. Okay, das war es jetzt mit den Hogridern, aber er hat noch genug Magier mit in der Base hier gehabt, dass das hier ein schöner 3-Sterner wurde. Und das ist 2 auf 1 gewesen, also auch schönes Ding hier. Wir haben den Clankrieg auch gewonnen, 73-66, haben wir im Moment eine kleine Spur hier, muss man sagen. Wo sind wir hier bei My Team? Also wir haben 9 Siege am Stück, mal sehen, ob wir es zweistellig hinkriegen. Der Gegner hatte auch eine gute Siegesserie, die ist jetzt leider von uns unterbrochen worden. Ich will nicht sagen, es tut mir leid, aber auch der Gegner hat toll gekämpft, hat super Angriffe gemacht, hat halt etwas mehr Sterne liegen lassen, und ich wollte einfach nur mal auf die Karre eingehen, beziehungsweise überhaupt auf die Werkstatt und die Spielzeuge hier. Also, wer sich nicht sicher ist, der nimmt sich, so wie ich hier eben, klar, ich kann das natürlich mit 2 Accounts machen, der nimmt sich einfach mal seinen 2. Account oder fragt halt kurz mal jemanden, kannst du mir mal eben deine Base geben, und dann übt man einfach mal, wie verhält sich diese Karre. Testet das einfach mal aus. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem gefallen, auch wenn es mal ein bisschen Taktikgeplänkel war von über und mit der Werkstatt hier. Bleibt an meinem Kanal dran. Bis dahin, euer Toto. Flasht.